Zombie Apocalypse. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Lost Island. Jetzt muss ich überlegen, wie das heißt. Pusch. Mit dabei ist wieder die Kitty und heute wollen wir mal nach Pteranodons gucken, ob wir was finden. Ich habe mittlerweile mit meinem Schiffchen angefangen, wo wir in der letzten Folge Ressourcen gesammelt haben. Wie blöd. Die Katja Klaus. Oh, und 10er Gatscha Klaus. Mhm. Kann man fressen. Vielleicht sehen wir ja auch einen Raptor. Da ist ein 10er Pteranodon. Aber wie gesagt, das Höchste, was ich... Oh, guck mal, da ist ein Dilo für dich. Ein grüner Dilo. Oh, 170 Weibchen. Armbrust. Wie viel Schuss werde ich da brauchen? Drei Schuss mit der Armbrust. Jupp. Ah, nee, zwei, wenn du Kopfschuss machst. Ah. Oh, die ist aber hübsch. Der ist nämlich schick. Ja, mit Türkis und hellgrün. Ja. Und ich habe natürlich kein Fleisch mit dabei. Hab ich denn? Ich glaube, ich habe auch keins mit. Nee, ich habe auch keins mit. Ich habe mir gedacht, unterwegs werde ich ein bisschen was schnetzeln für den Pteranodon. Ja. Ich habe nämlich alles. Ich habe es, glaube ich, aus Versehen in den Futternapf rein. Also im Dings drin müsste nur welches sein, im Räucherschrank. Ja, ja. Ich habe auch, glaube ich, was hier bei mir im Fressnapf. Oh. Ja, war fleißig. Hab mir nämlich ein Video angeguckt, wie ich die Foundations weit genug runtersetzen kann. Nicht so, wie ich sonst immer mein Schiff baue. Und das hat ganz gut geklappt. Theoretisch könnte man das sogar noch ein Stückchen größer machen, aber ich finde die Größe ganz okay. Ist ähnlich groß wie das, was wir damals auf Fjordo gebaut hatten. Nur, dass das eben eine Ebene ist und theoretisch bräuchtest du nicht mal Treppen zum Rauf- und Runterlaufen. Ich habe sie zwar trotzdem reingemacht, dass man da einfach schöner raufkommt. Und ja. Hier dürfte eigentlich nichts den Dilo anknabbern, oder? Normal nicht, aber der ist gleich fertig. Denn sein Fuß ist schon so weit gefallen. Der braucht nicht lang. Na, dann kann ich den gleich einpacken. Zack. Was brauchst du überhaupt? 6. Naja. Aber die ist wirklich hübsch. Mhm. Da habe ich zumindest schon mal einen kleinen Beschützer. Ah, das ist das Dreier. Ah, das Dreier. Cool. Mhm. Das ist da mit dabei. Das mag ich ja auch so gern. Das Dreier und das 83er. Wobei das 84er und das 85er auch recht gut ausschauen. Im Nahkampf ist sie recht schlecht geworden, aber Leben hat sie ganz gut gekriegt. Und tragen kann Gewicht sie. Gewicht auch. Dann schauen wir mal. Heute sehe ich den Regen auch. Gestern habe ich den Regen nicht gesehen. Der ist aber so ganz, ganz fein. Nicht so wie sonst immer, ja, dass du gar nichts siehst, dann, wenn es regnet. Was bist du denn? Level 100. Guck mal, den können wir uns hier mal vormerken. Das ist das Männchen mit dem 21er Gewicht. Also hier hätten wir 200er, einmal mit 20 und einmal mit 21 auf Gewicht. Schauen wir mal, was wir noch finden. Ich hab schon gesagt, ich will mal so Richtung hinten, wo der Leuchtturm ist. Zum Glück kann der Gatscha Klaus dir keiner auf die Rübe hauen. Mhm. Ja. Das hit gerade noch gefährlich. Aber da vorne sind Klauvögel, da will ich eigentlich nicht entlang. Ja, nackig bin ich jetzt auch nicht mehr. Kitty hat mir Kleidung gemacht. Ich wollte nicht mehr, dass ich hier so nackt in der Weltgeschichte rumhüpfe. Was ist das? Das sind Ichtis. Auch Klauvögel. Da drüben, das sah eben aus wie Verlüge. Mal gucken. Hm. Ne, das sind schon wieder zwei Gatscha Klaus. Ja, ja. Nee, also es waren keine Flügel, es waren Wackeln mit Dinger Popo. Von der Gatte. Ah. Wieder zum Strand runter.
Oh, jetzt wird aber dichter der Regen. Ja, jetzt kommt auch Nebel dazu. Oh, da vorne fliegt was? Was ist das? Zeig dich mal. Ich habe auch Nebel. Du musst jetzt auch direkt da vorne hinter dem großen Stein landen, ne? Oh, hier 87er Grün, Dilo-Weibchen. Oh, da oben ist ein geiler Moschups. Oh mein Gott, ist der geil. Oh, 85er Grün. Ja. 20 habe ich heran und es wird besser. Um mal da hoch zu gehen. Und da war irgendwie. Naja, okay, hier nicht unbedingt. Sieht ja gar nicht wirklich was. Nee. Du kommst ja auch den Berg nicht hoch. Ich wollte zu dem einen Loot, der da oben an der Klippe ist. Da Pustekuchen. Mhm. Hast du keine Chance, darauf zu rennen. Kannst du knicken. Eventuell können wir hier rüber. Wie weit wir jetzt hier noch lang kommen? Na doch, hier kannst du rumlaufen. Mhm. Oben, wenn du an der Felswand entlang läufst, kommst du auf die Ebene. Echt? Mhm. Ach, da fliege ich irgendwann hin, wenn ich dann jetzt irgendwann mal ein Vieh habe. Oh, mit rotem Rücken. Mit dem roten Rücken. Ja. Er will gegrilltes Filet. Der Herr. Ja gut, das war gerade nicht. Habe ich gerade alles gegessen. Oh, Mikroraptor. Mal da drüben. Ein Klaufiech. Ja, lieber die Klaufiecher wie die. Ich bin tot. Was? Oh, nee. Ich bin gerade oben von der Klippe runtergefallen. Ah ja, das ist mir heute auch schon passiert. Also ich bin hier und hack ein bisschen Stroh noch, bis du. Ich hab dich irgendwo gesehen. Eintrudelst. Am Strand bist du unten, oder? Ja. Ja, ich seh dich schon. Bin einfach bloß ein Stück weiter unter der Brücke Unterführungsding dadurch. Oh, da ist ein Terrano. Jetzt ist der Frosch aber auch noch drin. Ist der 20er, oder? Der 90er. Oh, das ist der rot-grüne, den ich vorhin gesehen habe. Ah. Das Männchen. Aber 160 ist eigentlich ganz okay. Für 90er ist es auch noch recht hoch, finde ich. Aber vielleicht kommt noch was Besseres. Oh. Na, vielleicht können wir auch bis zum. Oh, weil das sieht noch recht weit aus. Zum Leuchtturm. Wir gucken einfach mal. Der Klauvogel da. Aber die Klauvögel fliegen hier gar nicht so extrem viel wie auf den anderen Maps. Oh, hallo. Aber du bist ein Männchen. Männchen brauche ich nicht. Meinst du, weil sie mehr auf den Boden gehen, oder? Tatsächlich, ja. Sonst hast du ja mal Horden in der Luft fliegen, zu 4, 5, 6. Und hier tatsächlich. Oh, diese Schreidinger immer. Die Oviraptoren sind genauso schrecklich wie die Gallimimus. Die stehen hinter dir, erschrecken sich und fangen das Schreien an, als würdest sie abschlachten. Oh ja. Also wir hatten ein einziges Mal Gallis. Und die blieben dann bei Scheilen, weil ich konnte mir das nicht anhören. Ich konnte es mir nicht anhören. Dieses ständige Geschreie und Gemache und auch der ist rot und ist auch in anderen Menschen. Oh, Milana. Ein Weibchen. Oh, nee, die hat das komische Grün da. Nee. Lila, aber nein. Wenigstens ein Weib gewesen. Oh, was bist du? 100. 158. Oh, der hat aber nur 5 auf Gewicht. Hä? Nee. Bei mir wird er gerade mit 5 auf Gewicht angezeigt. Okay, nee, das ist schon. Der hatte 16 auf Gewicht, aber. Jetzt fängt was mal wieder. Nebendran bei mir. Oh, Lagi und Nishti. Mopsevogel. Ich weiß nicht, wollen wir da hoch mal zu dem Leuchtturm laufen?
Ja, können wir mal machen. Ist hier links dann gleich. Sieht so aus, als könnten wir da hochgehen, gell? Ich wusste nur mal. Machen wir mal. Das Stöckchen aus zum Pieksen. War denn da hoch? War hier hoch? Hier gibt es ja auch, soll es ja auch wieder wie auf Ragnar so ein Jump-Run-Puzzle-Dungeon geben. Ach, das ist nichts für mich. So wie das in der Wüste auf Ragnar. Das habe ich ja auch nie gemacht, wo du da was opfern musst. Nee, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube, das Shailen hat es irgendwann mal gemacht gehabt. Das hat aber nicht so ganz so geklappt. Er ist, glaube ich, durchgekommen, wusste aber nicht, dass er jemanden opfern muss. Ja, deswegen nimmt man entweder ein Schultertier oder einen Kameraden. Ja, er hatte weder das eine noch das andere mit. Beim ersten Mal. Oh, das schaut schick aus. Kann man die kaputt machen hier? Nö. Kann man nicht kaputt machen. Oh, sieht sehr düster aus. Nee. Ich gehe da nicht runter. Wo? Da sind mir zu viele Spinnweben. Wir schmuggeln mal um die Ecke. Ich glaube, dass da unten was nicht ganz so nettes ist. Oh, da geht's in eine Höhle rein. Ja, ne? Nee. Mhm. Ich gehe mal lieber nach oben. Hä? Da muss man rupfen. Es sind aber auch so viele Spinnweben, aber nach oben, glaube ich, wird nichts Böses sein. Ich habe hier mal ein bisschen was seht. Aber schick, schick, es ist gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Die eine Seite hier ist zugesperrt. Wie zugesperrt? Du kannst hin, auf der einen Seite kannst du nach oben laufen. Die ist zugesperrt. Ah, du bist die andere Seite hoch. Ich bin die rechts hoch. Da ist aber ein Gitter, was zugesperrt ist. Oh, hier kriegst du bestimmt so einen Drehwurm den Turm rauf. Ja, vor allen Dingen jede zweite Treppe musst du dann dingsen. Ah. Oh, die Aussicht ist schon ganz okay. Oh, hier oben kann man sich auch. Ich finde es immer nur schade, dass man die ganzen Strukturen, dass du da immer für Foundation brauchst. Hast du immer so schicke Bauten. Oh, guck mal, aber da haben wir noch viel Strand vor uns, um einen guten Pteranodon zu finden. Finde ich gut. Da ist ja auch so eine Bucht. Da kann man noch mal hören. Ja, also da haben wir noch viel Strand vor uns. Würde ich sagen. Da hinten ist auch eine kleine Insel da. Hier geradezu. Mhm. Da will ich dann mit dem Schiff mal rüber schibbern. Schibber, 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 schibber. Wenn ich das Dach drauf habe. Hm. Haben wir einiges noch zu gucken. Aber wie gesagt, ich finde es immer schade, dass du halt immer die ganzen Sachen auf diesen Strukturen, dass sie nicht als Strukturen zählen, sondern als ich muss mal rein. Als Weltboden sozusagen. Ja. Das heißt, du musst hier immer versuchen, stimmt, krampfhaft Strukturen rein zu zementieren. Und wenn du nicht gerade diesen Castle remastered und Dingsterbumster hast, wo du wirklich nur so eine halbe Foundation, beziehungsweise nur so ein Drittel von der Foundation hast. Da ist ein geiler, aber nur 30. Mhm. Bist du längst hoch? Ich geh hier sollten wir nicht runterfallen. Ich würde sagen, wir gehen da vorne wieder runter, oder? Wo wir hochgekommen sind. Können wir am Strand weiter hier rundum laufen? Ja. Da wäre schon ein schöner gewesen, aber der ist halt echt nur 30. Da brauchst du gar nicht anfangen. Nee. Ausdauer viel zu wenig, Gewicht viel zu wenig. Hier, das ist ja das Problem, die können ja meistens nicht mal den Sattel tragen, den du denn da drauf zementierst. Zum Loot-Tour machen ist es auch nichts, weil du kannst ja nichts mitnehmen.
Die sind mit sich selbst und ihrem Sattel überfordert, geschweige denn von einem Reiter. Ja. Loot? Cool. Ich mache nicht auf. Ich probier's. Okay. Und im Einloot in der ersten, an der Startfolge wollte ich ja auch hin, aber da oben ist eben ein weißer Raptor rumgelaufen. Weiß-roter Raptor. Also bin ich da nicht hochgegangen. Ja, ich bin da jedes Mal rausgeflogen. Ich habe bis jetzt zwei Stück aufmachen wollen und bei jedem bin ich rausgeflogen. Bin mal gespannt, ob das bei dir jetzt auch passiert. Mal unten gucken. Muss mir endlich mal Teilsachen bauen. Teilspitzhacke und alles. Aktuell hämmer ich noch immer mit den Steindingern rum. Ach so, hättest du was gesagt? Ich hätte welche gemacht. Ja, auch. Oh, ein Tech-Haar. Oh, warte, Level. 364. Müssen wir mitnehmen. In der Nähe ist aber ein... Richtig. 2,3k ist es denn. Ich habe Bola, ich habe Armbrust. Einen habe ich nämlich schon gefressen. Der wäre deine Farbe gewesen. Aber der war nur Level 30. Ich schaue hier mal unten mich um, bis der Loot unten ist. Ah, der Ichti, welches? Ach, der wäre nur 30. Erwische ich den? Oh, guck mal. Oh nein, komm. Du bist ein feiner Paar. Mich verarschen. Ja, lauf weiter. Fehlen die denn wieder nett? Da hat 5 Pfeile drin steckt und nur einer hat gezählt. Ich hol mir meine Pfeile zurück, zwar alle. Oh, die haben die Bola-Zeit verkürzt. Kann das sein? Oh, das weiß ich nicht. War die Bola nicht immer 30? Das kann sein, ja. Wie viel ist jetzt? 25. Oh. Habe ich alles für den Sattel? So, Fleisch dürfte ich jetzt. Kann ich den herstellen? Denke ich genug haben. Nee. Fasern und Leder brauche ich. Du. Ach, da kommt jemand entlang gefahren. Der Sandy? Ja. Mit seinem Schiffchen. Ja. Zack, vorbei. Oh, der ist aber schick. Den nehme ich mit. Ich nehme los. Das Sandy kommt mit seinem Schiffchen geschippert. Ja. Gesehen. Ah, ich musste mich fortbewegen. Okay. Mal den Opfer. Kann man Leder? Nee, Elektronik farmen, sehr gut. Nein, lass meinen Pteranodon in Frieden. Mein Tarn oder mein Para. Wenn das ein Tetradon ist, dann bin ich dabei. Dann kann ich den doppelt. Ja, essen. Genau. Weil lass mein Para in Frieden. Ist du meiner? Oh, du bist hübsch, aber ich werde dich tatsächlich töten. Entschuldigung. Komm, leg dich schlafen. Auch aber euer Leder und euer Fleisch. Und ihr nicht sein hübsch. Da. Ja, irgendwie sind hier nur 110er oder was? Ist der geile. Oh mein Gott, ist der geil. Oh, aber Ausdauer des Todes und oh Gott. Wir haben Frost.
Oh, I see. Und das, obwohl ich 20 Resistenz habe. Ich hab noch gar keine Resistenz geskillt. Hast du den Loot schlafen können? Nö. Der war ja noch nicht unten, da habe ich gedacht, ich zähme den Para, bevor Kitty den auffrisst. Noch kurz Aufgabe. Gatschenflaus und Gatschenflaus. Oh, hier kannst du ja nur gegen die Affen kämpfen. Hier kannst du ja gar nicht gegen die anderen kämpfen. Sondern nur, sondern nur der Affe. Der Affe. Der Piranodon. Affe King. Huch. Warum sind denn hier nur Piranodons? Ich bin nicht okay. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Bleib hier. Guck, wird gleich besattelt. Können wir gleich. Mich hat's jetzt nicht rausgeschmissen. Boah, was ist das denn? Ist das vielleicht auch nur der da? Das kann vielleicht der sein, ja. Probier ich's beim nächsten. Den anderen aufmachen kann. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn es uns so kalt ist? Wie gesagt, jetzt habe ich die Schneeflöckchen. Nee, ich habe den Dingens und ich verliere Leben. Wo bist du denn? Ich bin hier unterhalb vom Leuchtturm am Strand. Und du bist weitergelaufen. Ja, ich komme gerade schon wieder zurück. Ach Gott, jetzt. Ja, diese Kombis! Scheuerten. So. Ja. Das ist ja süß. Das haben die vorher auch noch nicht gemacht. Nee. Oh. Was ist auf das? Auf C habe ich gedrückt. Ah. Ja, ja. Oder? Das ist süß. Naja, versuchen wir es mal. Guck mal, wie weit wir kommen. Oder willst du Lagerfeuer machen? Im Moment geht's eigentlich. Wie gesagt, ich habe Schneeflocke, weil ich eben. Oh, da vorne ist einer. Hast du gesehen? Rechts, rechts? Ja, ja, der. Das ist der schöne, aber der Lob. Ja, nee. Ah, das war der Schrei zum Enemy. Mit Feinden in der Nähe. So, ich habe jetzt schon mal zwei Lagerfeuer in Mache, damit man nur aufbauen muss. Oh, da oben ist ein Loot, ein lila. Jetzt habe ich aber eine Schneeflocke, das ist gut. Na, die Bucht hier sieht auch gut aus. Zwecks Wassergehege. Obendrauf, die Klippen sehen aus, als wenn sie relativ gerade wären. Da sieht schon wieder. Na, ich werde mir das von oben dann mal alles angucken. Ja. Wobei ich diesmal gesagt habe, dass ich viel landmäßig unterwegs sein werde. Zwar, wenn ich den passenden Spot gefunden habe. Weil sonst sind wir ja nur mit Agi, Drache und Co. unterwegs. Die Maufe dann. Schade, ich habe gedacht, das sind hier die. Die, was? Die netten Opfer da. Der Syno-Dingster-Bumster. Ah. Habe ich auch gleich geguckt, ob das so einer ist, aber. Nö. Da vorne steht ein schöner Dilo oben. Also den Farben nach. Ja. Laut Glas schon, aber auch wirklich schön ist. Mhm. Das ist mal eine andere Sache. Der Pteranodon verliert so gut wie keine Ausdauer. Pteranodon? Der Parasaurus. Ja, weil wir Pteranodon suchen wollen. Oh, hi, Fischi. Was? Da, Fischi in dem Wasser. Ach so, ja, Fischi.
Oder hinten? Nee, das ist ein Klauvogel. Noch ein Klauvogel. Hier sind überall Klauvogel. Mhm. Das ist nicht günstig. Ich finde diese Dschungelbereiche eigentlich immer schön, aber die Klauvögel sind schrecklich. Ja, vor allem, weil du es ja nicht mehr zurückbekommst. Nee, die... Bei den anderen dämlichen Viechern kriegst du es ja wenigstens wieder zurück, wenn sie in der Zeit kriegst. Ja. Da ist noch mal einer. Los, weg. Und den einen habe ich hier jetzt weggeschnitzelt. Da ist noch mal einer. Ja, lande, lande, dann fresse ich dich auch mit weg. Bist du weg. So an sich sind sie ja praktisch, eigentlich, wenn man auf Fisch unbedingt aus ist. Ja, dann schon. Mhm. Zumindest am Anfang, wenn man noch keine Lidsichtig skillen kann. Mhm. Wenn man das Fischfilet will. Na, apropos, da vorne ist schon einer. Mal gucken, ob wir die Kitty gleich wieder finden. Ich bin einfach bloß am Strand entlang. Naja, wir killen hier nur gerade die Low-Level-Vögelchen. Oh, was ist. Achso, das ist Gacha-Klar. Ich wollte gerade sagen, da drüben rennt ein Stego rum. So. Hey, sorry. Ja. Jetzt hier auch erstmal die Dodos weggemacht. Vorne ist noch ein Gacha-Klaus. Da sind Horden auf der anderen Seite auch. An Gacha-Klaus. Und Klauvögel ohne Ende. Oh, riesen ist es. Da ist noch ein Tech-Para. 108. Pteranodon 20. Ja. Oh, bist du hier? Hör die Musik. Wenn ich die Musik höre, ist er normalerweise in der Nähe. Außer sie ist gleich wieder weg. Ich habe nur das Ho-Ho-Ho gehört. Nee, bei mir ist Musik. Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Oh, du bist hübsch. Aber du bist auch ein Männchen. Schade. Liegt das vielleicht daran, weil ich die Musik bei mir aus habe? Das kann sein, ja. Soll ich die vielleicht mal wieder einstellen? Willst du auch einen haben? Kann natürlich auch sein. Zum Reiten? Nö. Das war auch ein Männchen, ne? Es kann sein, dass sie auf der anderen Seite, dass der die runterwirft. Wo ist er denn? Papi. Aber früher war es so, dass man die Musik nur dann länger gehört hat, wenn er in der Nähe war. Bleib hier, ich will dich doch töten. Oh, jetzt ist er weggeschwommen. Einmal zuhauen hätte ich noch gemusst. Ja, bleib hier. Lauf mal schnell zum Eck da vorne zurück, dass ich sehe, ob er auf der anderen Seite wirft. Mhm, beim Riesenwal. Ja, nee, also jetzt gerade zurück hier. Mhm. An das Eck, um das wir da vorhin gekommen sind. Mhm. Glaube ich. Was ist das? Da hinten ist eins. Bist du wieder ganz um den... Ah, da, ich sehe dich. Also ich glaube, da hinten, das ist eins, das da so leuchtet. Da liegt, glaube ich, eins. Ich bin mir aber nicht sicher. Wo, auf der anderen Seite vom Fluss? Ja, da drüben, ja. Oben auf dem Berg, da kommen wir nicht mehr hin. Siehst du das da drüben? Wenn... Nein, doch, wenn man so... Da, ja, zieht man es mal. Aber ich glaube, das ist da drüben. Hat sie Haie drin? In dem Flussbereich sah es nicht so aus, als wenn da Haie drin wären. Aber Piranhas, glaube ich. Echt? Wo? Ah, da oben ein grünes, oder? Oder ist das ein grüner Loot? Nee, das ist ein Loot. Aber das ist da oben irgendwo drauf. Und das ist bei uns in der Nähe, sonst würde ich es nicht hören. So, ihr Lieben,
Das ist dann aber erstmal Schluss für diese Folge. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!